wünsche Ihnen einen schönen Abend hier vom Runden Tisch. Bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir viel später als ursprünglich geplant beginnen mit dieser Sendung und ich hoffe trotzdem, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Gerhard Berger, vor etwa zwei Stunden aus Nizza kommend in Wien gelandet. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke auch an Niki Lauda, der sehr dazu beigetragen hat, dass diese Sendung zustande kommt. Herr Berger, Sie haben vor sechs Tagen meinem Kollegen Franz Grünedl ein Fax geschickt und haben gebeten, in Ruhe gelassen zu werden, weil Sie sich offensichtlich mit der Situation, die sich ergeben hat am vergangenen Wochenende, auseinandersetzen wollten. Mir hat das sehr imponiert, weil es gezeigt hat, dass auch Formel-1-Fahrer, die als besonders harte Menschen gelten, Menschen sind und keine Maschinen. Die Frage, die man jetzt nach diesen sechs Tagen im Formel-1-interessierten oder im Motorsport-interessierten Österreich stellt, die viel diskutiert worden ist, ohne Sie in den letzten Tagen, werden Sie weiterfahren oder haben Sie die Ereignisse von Imola bewogen, aufzuhören? Ich glaube, die letzten sechs Tage, also habe ich eigentlich nicht über dieses Thema nachgedacht, sondern habe eigentlich viel mehr die Tage vorübergehen lassen, ohne mich an den ganzen Diskussionen zu beteiligen, weil ich halt einfach geglaubt habe, dass es kurzfristig überhaupt keinen Sinn hat, in Emotionen irgendwelche neue Sachen zu erfinden und die Formel 1 besser zu machen oder zu ändern. Und ich habe einfach geglaubt, das Beste ist jetzt einfach einmal Abstand zu gewinnen und einfach einmal den ersten Teil oder die erste Zeit vorübergehen zu lassen und ein bisschen einen klaren Gedanken fassen und dann schauen, was für mich wichtig ist oder was für mich gut ist oder was man da von mir ansehen kann. Ich habe schon im Motorsport des Öfteren einen Kollegen verloren oder auch einen Freund verloren. Das heißt, das war nicht das erste Mal. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn man jung ist oder wenn man die ersten Jahre im Motorsport ist, dann ist das Fahren selbst oder der Sport so wichtig, dass zwar die Ereignisse tragisch sein und auch Schmerzen, aber dass bereits am Tag drauf wiederum dein Job so wichtig ist, dass man alles vergisst. Wenn man dann aber älter wird und selbst an schweren Unfällen beteiligt war und selbst dann mehr und mehr die Gefahr sieht und selbst dann immer wieder technische Probleme sieht, dann passiert es natürlich, dass man ein bisschen das Vertrauen verliert und dann passiert es auch, dass man sich mehr und mehr darüber den Kopf zerbricht. Und dann kommt man eben in einen Bereich, wo man wirklich drüber nachdenken muss, will man das weiterhin machen, ist man weiterhin bereit, ein gewisses Restrisiko, das man einfach in dem Sport nicht ausschalten kann, einzugehen. Und ich glaube, an so einem Punkt bin ich jetzt angelangt. Das heißt überhaupt nicht, dass ich nicht fahren will, das heißt überhaupt nicht, dass ich mich heute oder gestern oder vorgestern entschieden habe, nicht mehr zu fahren oder zu fahren. Ich muss nur sagen, ich bin momentan noch immer in einer Situation, dass ich null Lust habe, in ein Rennauto einsteigen. Wir hätten morgen unsere üblichen Testfahrten, um das Auto für Monte Carlo zu checken. Ich will nicht einsteigen, weil ich einfach noch nicht so weit bin. Und ich glaube, ich muss einfach schauen, wo sich die Gedanken hinentwickeln und wo sich die Gefühle hinentwickeln. Und ich war immer ein Rennfahrer, der das von Herzen gern gemacht hat. Und wenn ich es weiterhin von Herzen gern mache, fahre ich gern. Und wenn mir meine Gedanken sagen oder meine Gefühle sagen, dieses Restrisiko will ich nicht mehr auf mich nehmen, dann mache ich es nicht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, falls ich eine Frage stelle, wo Sie sich in Ihrer Intimsphäre berührt fühlen, dann sagen Sie das und möchte ich nicht tun in der Situation. Was heißt das jetzt konkret? Heißt das, dass Sie in Monte Carlo am nächsten Wochenende fahren werden oder nicht fahren werden oder dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist? Nein, es ist überhaupt keine Entscheidung gefallen, sondern wie eben vorher gesagt, es gibt eigentlich keine logische Entscheidung dafür. Es gibt eigentlich nur ein Gefühl. Und momentan sagt man eigentlich das Gefühl, dass, ich weiß nicht, ob sich das bis Monte Carlo ändert oder ob sich das nur ändert, wenn man wieder in ein Rennauto steigt und einfach dort fährt. Ich habe festgestellt, nach dem Unfall vom Ratzenberger bin ich im Motorhome gesetzt und habe mich sehr mit dem Gedanken beschäftigt und einfach gesagt, naja, will man das weitermachen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will eigentlich am Sonntag wieder Rennen fahren. Und dann ist das Beste, man steigt ein und versucht sich auf die Sache zu konzentrieren und versucht einfach die ganzen Emotionen auszuschalten. Dass dann natürlich am nächsten Tag gleich wieder so eine Sache kommt und dass am nächsten Tag einer meiner besten Freunde verunglückt. Und dass es in einer Kurve ist, wo eigentlich ich schon ein sehr ähnliches Problem gehabt und sehr nahe an diesem am Tod vorbeigegangen bin. Und dass ich in der Runde, bis die Runde abgebrochen worden ist, mit einer kaputten vorderen Radaufhängung gefahren bin, weil mir irgendein Frontflügel die Radaufhängung beschädigt hat. Diese ganzen Sachen haben mich natürlich dann schon ziemlich getroffen. Und muss sagen, hat mir dann auch wirklich
bis heute nicht das Gefühl gegeben, dass man jetzt ohne weiteres wieder einsteigt und sagt, vergiss mal wieder alles, konzentriert sich auf die Arbeit. Nikola, Sie waren vor einigen Jahren sehr dramatisch auch in einer solchen Situation. Ich erinnere mich noch an die Bilder vom Nürburgring. Ich glaube, man kann sagen, Sie sind wie durch ein Wunder lebend herausgekommen. Sie tragen Ihr Leben lang an den Spuren dieses Unfalls. Wie sehen Sie diese Aussage? Versteht man das als einer, der direkt betroffen war selber? Sie sind dann ja wieder eingestiegen, Sie sind weitergefahren. Natürlich verstehe den Gerhard vollkommen. Er spricht die gleiche Sprache, wie es mir damals gegangen ist. Bei mir war es ganz einfach so, dass ich dann nach dem Nürburgring wieder halbwegs fit war und dann zum Beispiel zu Hause im Hof gesessen bin, eine gute Musik mir aufgelegt habe, am Fuschelsee runtergeschaut habe und mir gedacht habe, so, jetzt bin ich wieder richtig motiviert und ich kann das mehr oder weniger alles vergessen oder verdrängen und ich werde in Monza wieder an den Start gehen. Das heißt, ich war von innen heraus vollkommen sicher, dort hier meine Leistung wieder bringen zu können. Ich bin dann auch nach Monza gegangen, habe das erste Training versucht zu fahren und ich werde nie vergessen, wie ich dann im zweiten Gang geschalten habe, aus der Box zu fahren, habe ich fast vor Angst in die Hose gemacht. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Angst oder die Furcht oder die Unsicherheit, die man vielleicht aus irgendwelchen Situationen erlebt, die sitzt in einem drin und die kann man nicht mit dem Kopf bewältigen, sondern die kann sich nur selber bewältigen. Das heißt, entweder ich habe wieder so ein positives Gefühl und ich gehe das Risiko wieder ein oder ich schaffe es nicht. An dem Freitag habe ich es nicht geschafft. Ich habe sofort aufgehört zu fahren, bin ins Hotel zurückgegangen und habe mir überlegt, wie finde ich jetzt einen Weg, um die Angst zu überwinden. Und mein Fehler war damals, eben zu schnell zu versuchen, wieder das herzustellen, was ich vorher hatte. Und am Samstag bin ich dann ins Training gegangen, wie wenn dort kein Training wäre oder kein Grand Prix stattfinden würde und habe ganz langsam versucht, wieder Vertrauen in meine eigenen Möglichkeiten zu finden. Und dann war ich, glaube ich, viertschnellster oder so, schnellster Ferrari und dann war wieder ein Teil dieses Puzzles wieder zurück, zu sagen, okay, jetzt fahre ich am nächsten Tag. Das heißt, im Innersten sitzt das drinnen und der Gerd wird das wahrscheinlich dann in Monte Carlo oder vielleicht auch später erst richtig spüren, wie sich das Ganze entwickelt. Sie hatten damals viel mehr Zeit als Gerhard Berger jetzt, einfach deshalb, weil Sie lange im Spital gelegen sind. Ist das eine Frage der Zeit oder sind das andere Komponenten, die hier entscheiden? Nein, ich glaube, dass bei einem Unfall, wie ich ihn gehabt habe, das Wichtige ist, je schneller man wieder ins Auto kommt, desto einfacher ist es, das alles zu bewältigen. Wenn man also länger, ich war damals, glaube ich, 4 oder 5 Wochen nicht fähig zu fahren, wenn das ein halbes Jahr gedauert hätte zum Beispiel, glaube ich, wäre es wesentlich schlimmer gewesen. Das heißt, je länger Sie aussetzen oder sich damit nicht praktisch auseinandersetzen können, desto tiefer geht das in der Seele. Das heißt, je schneller ich wieder fahren konnte, deswegen wollte ich auch in Monza wieder wissen, ob ich fahren kann, 5 Wochen nach dem Unglück, weil ich das damals für mich zumindest den einzigen Weg gesehen habe, das Ganze wieder zu überwinden. Herr Berger, zeigt das, was Sie gesagt haben, was ich als Laie zutiefst auch verstehen kann, zeigt das nicht eigentlich den ganzen Wahnsinn auf? Ich sage das ganz bewusst, obwohl ich auch einer bin, der Autorennen im Fernsehen anschaut und der das mitverfolgt, mit Interesse mitverfolgt. Ich glaube, man muss mal ganz klar sehen, der Autorennsport ist immer ein Sport gewesen, der ein gewisses Risiko, ein gewisses Restrisiko hat. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden, wenn ich jetzt dem Niki zuhört, er ist aus einem Unfall gekommen und hat seine Probleme gehabt, weil er selbst am eigenen Leib gespürt hat, wie das Ganze gerade ausgegangen ist. Ich habe eigentlich das größere Problem, das Vertrauen in die Technik weiter zu haben. Ich habe sehr, sehr oft schon Unfälle gehabt, wo eben technische Gebrechen die Ursache war und immer wieder, und man muss sagen, man sieht das relativ selten, man sieht immer den Sonntagnachmittag, wenn da irgendwas ist, okay, dann hat man es im Fernsehen, in der Zeitung, überall. Nur beim Testen gibt es fast keinen Tag, wo man nicht irgendwo sehr neu an einem Unfall ist oder sehr neu an einem Geschehen ist. Und dieses technische Gebrechen, das ist ganz klar, die Formel 1 bewegt sich auf einem sehr hohen technischen Niveau, es werden Sachen probiert und Versuche gemacht und dort fehlt mir das Vertrauen hin und dort kann man auch vielleicht sagen, ist das, was Sie sagen, ist das notwendig oder ist dort noch ein Sinn, aber ich glaube, der Formel 1 Sport ist einfach eine Kombination zwischen Technik und Sport und da gibt es eben einen gewissen Teil, der ein gewisses Risiko hat und das hat es immer gegeben und das werden wir nie ausschalten können. Ist Ihnen in den letzten Tagen der Gedanke gekommen oder haben Sie sich das vor Augen geführt, dass Sie eigentlich Gefahr sind, der Nächste sein zu können? Denkt man an so etwas? Ja, ich glaube, diesen Gedanken hat man jetzt speziell seit Imola wieder neu aufgefasst. Ich habe immer gewusst,
dass die Unfälle, die in den letzten Jahren passiert sind, zum Teil durch die verbesserte Sicherheit natürlich schon besser geworden sind, aber dass da einfach irrsinnig viel Glück dabei war. Wenn ich meine Imola-Unfall erinnere, da kannst du normalerweise nicht aussteigen draus. Und ich habe nach dem Unfall von Roland Ratzenberger mit ein paar Journalisten gesprochen und habe gesagt, Burschen, passt auf, der hat nicht Pech gehabt. Das war halt jetzt wieder mal ein Unfall, der einfach so ausgegangen ist, wie er eigentlich normal ausgehen muss, wenn man mit 320 in der Betonmauer fährt. Und so wie halt immer Glück und Pech zusammenkommen, war halt jetzt einfach Jahre wirklich mit sehr viel Glück versehen. Und jetzt scheint einmal ein Unfall zu gewesen sein, wo kein Glück vorhanden ist. Und das wird, normalerweise kommen auch mehr Sachen, wo Pech vorhanden ist, und es wird gleich einmal so weitergehen. Und leider habe ich recht gehabt, am Sonntag war der nächste Unfall. Und bei mir selbst muss ich sagen, ich habe sehr, sehr viele schwere Unfälle gehabt. Und ich habe auch letztes Jahr schon mal wirklich riesen Gedanken gefasst nach meinem schweren Unfall in Monza und gleich drauf, wo ich ein technisches Versagen auf der Radaufhängung gehabt habe in Estoril, wo ich dann irgendwann einmal so das Gefühl gehabt habe, es kommt da so vor, als wenn du ein Scheckbuch hast und dort Seiten ausreißt. Und irgendwann einmal sind keine Seiten mehr drinnen und irgendwann einmal kann es dann einmal kein Glück da sein oder alles normal gehen. Und dieser Gedanke beschäftigt mich natürlich schon sehr, aber wie ich vorher schon erwähnt habe, die Liebe zu dem Sport, ich bin mit dem Sport aufgewachsen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben, hat mich nichts anderes interessiert als dieser Sport, die ist so groß, dass man zum Teil diese Gedanken verdrängt. Und man muss halt schauen, wie das in der nächsten Zeit ist. Sie haben eine Tochter, die mit Ihnen, glaube ich, heute Abend im Flugzeug gesessen ist. Ist das auch ein Thema für Ihre Tochter? Reden Sie mit der? Die Angst, die sie vielleicht um den Vater hat? Bei aller Begeisterung, die man natürlich hat, wenn der Vater ein berühmter Sportler ist. Wissen Sie, ich glaube, mir selbst ist es ja so gegangen. Bis vor ein paar Jahren, bis vor kurzem, ist mir die Gefahr nur bedingt bewusst gewesen. Und je jünger das man ist, desto weniger Beziehungen hat man zu der Gefahr. Und ich möchte eigentlich nicht meine Tochter, die jetzt sehr jung ist und diese Beziehung zu der Gefahr noch gar nicht hat, die darauf hinweisen und die Tag für Tag darüber aufklären. Weil ich glaube, das ist eigentlich der Vorteil, den man hat, wenn man jung ist. Und ich glaube, diesen Vorteil sollte man genießen. Weil irgendwann kommt man einfach in ein Alter, wo man diese Gefahr viel, viel wichtiger nimmt und viel, viel größer nimmt, als wenn man jung ist. Ich habe es auch umgekehrt gemeint. Wie hat Ihre Tochter das Ganze aufgenommen am letzten Sonntag? Meine Tochter hat irrsinnig geweint am Telefon. Wie ich mit ihr telefoniert habe. Aber ich glaube, halt, wie das immer bei Kindern ist, nachdem man mit ihr gesprochen hat und nachdem die erste Nacht vorbei ist, vergisst man das halt dann wieder relativ schnell. Niki, Sie haben es, ich sage es jetzt mal so, auch wenn es in der Situation vielleicht banal klingt, Sie haben es überlebt. Sie haben diesen schweren Unfall gehabt, Sie haben aufgehört, Sie haben diesen berühmten Spruch getan, vom Blödsinn im Kreis zu fahren, sind dann wieder eingestiegen. Ist man sich, wenn man drinsteckt, der Tatsache, dass hier der Tod mit dabei ist, ist man sich dessen nicht bewusst oder verdrängt man das? Also erstens einmal muss man sich bewusst sein, wenn man ja durch die Gegebenheiten sehr oft darauf aufmerksam gemacht wird. Aber der Schutz, den der Rennfahrer hat, den er mitverwendet, um wiederzufahren und ich auch, ist natürlich der, dass ich mir sage, ich werde besonders darauf aufpassen, mein eigenes Leben zu beschützen. Das heißt, man ist nicht ein Fatalist, indem man jetzt hier Autorennen fährt und sagt, okay, morgen kann es mich erwischen, ganz im Gegenteil. Man weiß über die Gefahr Bescheid und versucht natürlich selber, soweit man kann, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, dass es mich eben nicht erwischt. Und die Kunst ist wirklich zu überleben. Und ich glaube, der Kampf, den jeder Formel-1-Fahrer dann im Endeffekt kämpft, auch wenn es ihm nicht bewusst wird, ist, das Wichtigste am Schluss ist eben zu überleben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im ganzen Sport. Weil ich glaube, es gibt keinen Rennfahrer, der heute Rennfahrt und sagt, mir ist mein Leben wurscht. Kann man das Ganze mit Geld aufwiegen, das Risiko? Oder anders gefragt, wieso wird man Rennfahrer? An beide natürlich, auch an Sie, Gerhard Berger. Ist das rein die Faszination der Geschwindigkeit? Ist es das Geld? Das ist leicht zu erklären. Für Außenstehende ist es immer so, wenn man sagt, wie viel Geld da verdient werden kann. Erstens einmal verdienen das nur ein paar Rennfahrer und nicht alle. Also die Minderheit verdient Geld, der Rest zahlt sogar, dass sie dort fahren dürfen. Weil sie einfach fasziniert sind, die Technik zu beherrschen. Und heute zu sagen, wenn mir jetzt jemand ein Angebot machen würde, ich könnte um 5 Millionen Dollar wieder fahren oder um 10 Millionen Dollar, ich würde es nicht tun, weil das Geld mich dazu nicht motivieren kann. Weil wenn man darüber nachdenkt, ich verdiene das Geld nur dann, wenn ich meine Leistung bringe. Und zur Leistung komme ich nicht, indem ich mir sage, ich muss damit Geld verdienen. Das heißt, ich muss meine innere Einstellung so in Ordnung haben,
dass ich bereit bin, das Risiko einzugehen, eine bessere Leistung zu bringen wie mein Kollege, und nur dann verdiene ich das Geld. Die Formel 1 ist irrsinnig brutal auf dem Gebiet. Man kriegt dort kein Geld, man verdient dort kein Geld für keine Leistung. Das heißt, ich muss mich zuerst in Ordnung bringen und sagen, ich gehe es ein, das Risiko, und dann kommt alles andere. Das heißt, heute zu sagen, ich fahre weiter, um Geld zu verdienen, das funktioniert nicht. Gerhard, wieso, was ist die Motivation? Ja, ist genau dasselbe, was Nick jetzt gerade gesagt hat. Man verdient zuerst einmal 10 Jahre überhaupt kein Geld. Also nicht nur im Formel 1, in der ganzen Aufbauphase, Formel 3, Formel 3000, Formel 1. Das heißt, in dieser ganzen Zeit verschwendet man überhaupt keinen Gedanken an Geld. Es kommt dann irgendwann, wenn man die Leistung bringt, eben auch Geld, und man freut sich auch drüber, und man verhandelt auch hart, und das Geld wird da dann wichtig, weil mit dem Geld deine Leistung bestätigt wird. Aber in dem Moment, wo die Leistung von deinem Geld bestimmt wird, funktioniert das ganze Spiel überhaupt nicht, sondern du musst wirklich hingehen und sagen in deinem Kopf, ich steige jetzt ein und ich werde der Schnellste sein. Und mich interessiert nichts anderes, als mein Auto so abzustimmen, dass ich meine Gegner alle damit in Grund und Boden fahre. Und das kann nur so funktionieren, dass wenn man wirklich im Kopf absolut klar ist, und das Geld ist dann angenehmer Nebengeschmack, aber hat mit der Leistung in dem Fall nichts zu tun. Um nochmal auf meine Formulierung vom der Tod fährt mitzukommen. Gibt es ja auch vielleicht die Überlegung oder den Versuch zu beweisen, dass man es kann, dass man besser ist? Ich habe zuerst wieder die Frage an den Nick gehört. Es ist ganz bei den Imola Grand Prix ist mir irrsinnig aufgefallen, wie der Körper sich selbst schützt, oder die Gedanken, die da durchgehen, wie der Roland Ratzenberger den Unfall gehabt hat, waren dann sofort die Stimmen laut und hat gesagt, nein, man muss die schwachen Teams kontrollieren, ob die wirklich in der Lage sind, technisch einwandfreie Autos zu bauen, wo nichts bricht. Hat sofort den schwarzen Peter dem Team zugeschoben, und der andere hat dann gesagt, ah, junger Fahrer, war unerfahren, erst sein zweites Rennen. Der Ratzenberger hat überhaupt nichts dafür können, der war nur Passagier. Der ist auf 300, ist ihm der Flügel weggebrochen, und dann war er Passagier. Also der hätte 100 Jahre Erfahrung haben können, der wäre genauso da gewesen. Aber irgendwo im Hinterkopf schützt man sich so, unerfahren, schwaches Team. Aber dann, das Schlimme war am Sonntag, der Fahrer Senna, eigentlich derjenige, das war, als wie wenn die Sonne vom Himmel fällt. Das war eigentlich der Fahrer, der so gut war, dass man glaubt hat, dem kann überhaupt nie was passieren. Noch dazu im besten Auto, im Williams, technisch einwandfrei. Und auf einmal liegt der Herr Senna tot vor dir. Dann sagst du wirklich, eigentlich stimmt das gar nicht, dass ich mal über einen rede. Ich mache das alles besser wie die anderen und mir kann nichts passieren. Hat die Tatsache, dass so lange nichts passiert ist, Niki Lauda hat es am letzten Sonntag so formuliert, sinngemäß, der liebe Gott hat die Hand weggezogen. Hat die Tatsache Sie und Ihre Kollegen zu leichtfertig gemacht? Hat man das schon gar nicht mehr für möglich gehalten, dass etwas passieren könnte, was früher ja sehr oft an sich passiert ist? Ja, ich glaube, wäre absolut falsch, wenn man, wie alle haben davon gesprochen, wie sicher die Formel 1 ist. Sie ist auch sicher, wollen wir mal sagen, durch die Einführung dieses Kohlefasermaterials, durch diese neuen Art des Monocoques, ist ein gewisser Teil des Risikos auf alle Fälle verschwunden, weil die Deformierung, wie früher bei Nicke seiner Zeit, wie man das Aluminium, das eine irre Deformierung gehabt hat, das gibt es nicht mehr. Nur es sind dann natürlich andere Gefahren entstanden, und man hat dann von Zeit zu Zeit gesagt, ja, eigentlich ist die Formel 1 schon sehr sicher geworden. Und nicht nur wir selbst haben das gesagt, sondern auch jeder Zuschauer, jeder andere Experte. Aber wenn man dann wieder mal genauer geschaut hat, und wenn man selber dabei war, bei Unfällen wie ich in Imola oder wie letztes Jahr in Monza, dann habe ich mir schon zu mir selber oft gesagt, ja, das ist alles sicher, aber da ist noch mehr Glück involviert als die Sicherheit. Niki, zu leichtsinnig das Ganze, weil zu lange die Gefahr nicht mehr bestanden hat, oder hat man sie vergessen? Ja, ich würde nicht sagen, man hat sie vergessen. Ich glaube, jeder, der ernstlich darüber nachdenkt... Verdrängt vielleicht. Ja, man hat sich einfach daran gewöhnt, dass nichts mehr passiert. Und auch die ganzen Unfälle, die letztes Jahr passiert sind, da schaut man halt zu und ist froh, wenn derjenige dann aussteigt und nichts passiert. Das ist natürlich schon eine gewisse Gewöhnung. Aber auf der anderen Seite, wenn man ernstlich nachdenkt und in die Tiefe hineingeht, dann weiß man eigentlich, weil letztes Jahr hat man genauso sagen müssen bei deinen Unfällen, das war ein irres Schwein, dass da nichts passiert ist. Und in Wirklichkeit ist es so. Das heißt, wenn man in die Tiefe geht, dann weiß man schon, worum es geht. Gerhard, ist man Spielball der Technik, vielleicht auch Spielball
mächtiger Autokonzerne, mächtiger Funktionäre? Oder kann man sich überhaupt eine gewisse Eigenständigkeit bewahren in dem ganzen Zirkus? Ich würde nicht sagen Spielball der Technik, aber ich würde einfach sagen, dass man unter gewissen Umständen der Technik ausgeliefert ist. Wenn dir eine Radaufhängung bricht oder wenn dir ein Reifen geht oder wenn dir ein aerodynamisches Teil davon fliegt, dann bist du Passagier, dann kannst du nichts machen. Aber ich habe gerade letzte Woche eine Fernsehdiskussion in Deutschland gehört, wo ein Ex-Rennfahrer gesagt hat, es darf nicht sein, wenn ein Flügel wegbricht, dass dann das Auto in die Mauer fährt. Ja, ist dasselbe, wenn Sie heute in den Flieger einsteigen und nach Athen fliegen und den Flieger bricht der Flügel ab, dann fällt er auch runter. Wenn die Technik versagt oder wenn die Technik auseinanderbricht, dann gibt es zum Teil halt keine Möglichkeit, das Ding noch zu beherrschen. Und den Passagier, der eben nach Athen fliegt, sagt man auch nicht, der ist ein Spielball der Technik, sondern er steigt halt ein. Aber wenn die Technik versagt, dann ist man wirklich nur Passagier. Wir haben diese Runde übertitelt, ist die Formel 1 am Ende? Man kann vielleicht auch das im Positiven sagen, wie kann es überhaupt weitergehen? Bevor wir diesen Komplex diskutieren, schlage ich vor, wir schauen uns ein kurzes Interview mit Bernie Ecclestone an, den FOCA-Präsidenten, also den Präsidenten der Konstrukteursvereinigung in der Formel 1. Er hat heute bei der BBC zur Frage Stellung genommen, was muss nach Imola geschehen? Over 10 years without something terrible happening like this. Mehr als 10 Jahre lang hat es keinen so schrecklichen Unfall gegeben. Und jetzt sind gleich 5 solche Dinge auf einmal passiert. Ayrton Senna hat schon viel schlimmere Unfälle als diesen unversehrt überstanden. Er hat die Gurte geöffnet und ist weggegangen. Ich bin ein totaler Laie, aber nach dem, was man so hört, ist es nicht so, dass Betonwände so nahe an der Strecke etwas Falsches sind und dass man alle Strecken so gestalten müsste, wie jetzt nur die neuen, mit viel Platz, mit einer Auslaufstrecke. Ist eine Betonwand da nicht fehl am Platz? Die Untersuchung könnte ergeben, dass er gar nicht an dem Aufprall an der Wand gestorben ist. Vielleicht war nur ein herumfliegendes Stück Metall schuld an seinem Tod. Keiner weiß es bis jetzt, aber allgemein hört man, dass vielleicht ein Teil der Aufhängung seinen Helm getroffen hat. Wäre das nicht passiert, dann wäre er vielleicht wie bei anderen Unfällen unversehrt geblieben. Aber jetzt ist es noch schwer zu sagen, was wirklich das Problem war. Niki, wir haben in den letzten Tagen, also Sie und ich, in der Vorbereitung dieser Runde sehr oft darüber diskutiert, was der Grund gewesen sein könnte, dass Ayrton Senna gestorben ist. Ist das eine Erklärung, die Sie akzeptieren können? Ja, insofern schon, dass das Metall, von dem Ecclestone spricht, ausgelöst ist durch den Anprall. Wenn er also in die Mauer fährt und das rechte Vorderrad zuerst anprallt, dann kann natürlich sehr wohl der Fall sein, dass er es am Sturzhelm kriegt. Aber der Bernie hat das wahrscheinlich so gemeint. Das heißt, der Anprall hat dann die tödliche Verletzung ausgelöst. Ob er jetzt mit dem Kopf gegen die Mauer ist oder ob das Vorderrad es selber ausgelöst hat, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Gibt es für Sie eine Erklärung, wieso das Auto, auch jetzt von mir aus laienhaft gesehen, plötzlich unsteuerbar gewesen ist und von der Piste weg ist? Ja, das kann man nicht so einfach erklären. Man rechnet damit und es scheint auch logisch, dass irgendwas mit seiner Radaufhängung, wenn man sieht im Fernsehen nicht, dass irgendein aerodynamisches Drum vom Auto weggeflogen ist. Ich würde eher auf eine Radaufhängung tippen, aber das wird wahrscheinlich noch lang brauchen, bis man da genau drauf kommt, weil das Auto ist in Italien beschlagnahmt. Gerhard, gibt es aus Ihrer Sicht eine Erklärung? Ich muss sagen, ich kann mit den Aussagen von Bernie da nicht so sehr viel anfangen, weil wenn als erstes, er dann hat nicht schwere Unfälle gehabt, was wie diesen, und ist ausgestiegen, sondern das war ein Unfall, der normalerweise einfach mit dem Tod ausgehen muss, weil dort einfach mit 300 Stundenkilometer in der Betonmauer normalerweise nicht funktionieren kann. Ich glaube, wie der Niki, dass das Teil, der hat einen Teil auf den Kopf gekriegt, der hat einen Aufhängungsteil am Kopf getroffen, aber dieses Teil ist durch den Aufbau, ist ganz logisch, kommt das rechte Rad, die rechte Radaufhängung da rein, ist immer dasselbe, wenn man Glück hat, fällt es drüber, wenn man Pech hat, hat man es im Kopf. Es ist mit Sicherheit kein Fahrfehler gewesen, weil diese Kurve geht voll im sechsten Gang ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, es ist irgendein Teil gebrochen. Und zur Mauer muss man sagen, wir wissen, dass unter gewissen Umständen eine Mauer gut ist. In Indianapolis zum Beispiel sind nur Mauern und auch kein Reifenschutz dort. Ich habe auch schon bei verschiedenen Sendungen gehört, warum waren da keine Reifen, im Wahnsinn keine Reifen.
Ich selbst habe in dieser Kurve meinen schwersten Unfall gehabt, bin nach dem Krankenhaus sofort in die Kurve gegangen und habe mir das angeschaut. Und muss mir heute ein bisschen einen Vorwurf machen, weil ich habe gesagt, die Mauer gehört weg dort. Und wir haben geschaut, es ist leider hinter der Mauer ein Fluss, ein relativ großer Fluss. Und man kann die Mauer nicht versetzen, da ist keine Auslaufzone mehr. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich damit zufrieden gegeben. Also Fluss, was soll man machen? Es ist so absolut falsch. Die Kurven kriegen geändert. Wenn ein Fluss da ist, okay, dann muss man die Kurve ändern. Nur Reifen dort hinzustellen, ich möchte nicht unbedingt mit 300 in einen Reifenstapel kommen, weil das wäre vielleicht jetzt in dem Fall vielleicht ein Vorteil gewesen, aber im anderen Fall hast du dann andere Probleme. Also wie gesagt, ich glaube, man kann es nicht so einfach machen, dass man sagt, da waren keine Reifen oder da ist ein Radaufhängungsteil ins Gesicht geflogen, bevor er überhaupt anbaut ist, sondern ich glaube, man muss da jetzt schon abwarten, bis die Untersuchungen wirklich jedes Detail liefert und dann muss man eben schon reagieren darauf. Noch ein Satz zu Bernie Ecclestone. Sie waren, wir haben es alle im Fernsehen gesehen, bei der Beerdigung Ayrton Sennas in Brasilien. Ich glaube, die Familie wollte nicht, dass Ecclestone auch daran teilnimmt. Wie sehen Sie diese Entscheidung und war das eine Art Schuldzuweisung auch? Das sind einige Vorfälle, die ich aber nicht im Detail kenne, in Imola passiert, zwischen dem Bruder und dem Ecclestone nach dem Unfall. Und ich will eigentlich da gar nicht ins Detail eingehen, weil ich nicht genau Bescheid weiß, was genau Sache war. Und das war eigentlich der Grund, warum dort Uneinstimmigkeiten waren und warum Ecclestone schlussendlich bei der Begräbnis nicht teilgenommen hat. Wie sehen Sie eigentlich die Frage, die auch viel diskutiert worden ist die letzten Tage, dass man das Rennen nicht abgebrochen hat? Das Rennen ist abgebrochen worden durch das BSK und wir sind, Sie meinen, warum das Rennen wieder gestartet ist? Wieder gestartet worden ist, um es korrekt zu formulieren. Wissen Sie, ich muss einmal sagen, ich habe am Start gar nicht gewusst, wie schlimm der Unfall war. Ich, wie an er dann vorbeigefahren ist, ist er gerade wieder am Arzt und gerade wieder zurückgeschleudert. Ich bin dann zum Schuhmacher gegangen und es waren dann ein paar Leute drüber und der andere hat gesagt, er ist gerade aufgestanden. Und ich habe gedacht, ja, ist okay. Dann hat einer gesagt, er ist bewusstlos. Aber wir sind eigentlich nicht informiert worden, auf wie schwer der Unfall wirklich war oder wie schwer wirklich seine Verletzungen sind. Ich kann es nicht sagen, ob diese Information bewusst gesteuert worden ist, dass wir eben unseren Kopf frei haben und wieder unser Rennen fahren, oder ob wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war. Ich glaube, dass wir einfach schlecht informiert worden sind. Wenn wir dementsprechend informiert gewesen wären, glaube ich, dass wir zum Teil nicht gestartet wären. Einfach weil dann eben Emotionen entstehen und weil dann einfach die Konzentration nicht da ist. Da das aber nicht der Fall war, war der Start für mich und auch für meine Kollegen kaum ein Problem, weil wir halt einfach gesagt haben, das war ein Unfall und er hat irgendwelche leichteren Verletzungen. Und ich muss sagen, für mich war das schon dann ein Schock nach dem Rennen oder nachdem ich ausgestiegen bin, wie schwer das ist und wie schwer der Unfall wirklich war. Und jetzt im Nachhinein, die Fahrer konnten es nicht wissen, dass die Rennleitung das nicht getan hat oder dass sie wieder gestartet hat? Es gibt seit vielen, vielen Jahren halt einfach eine Art Regel in der Formel 1, dass nach schweren Unfällen auch das wieder gestartet wird. Es war immer schon so, es war zum Nicke seiner Zeit so, es war in ganz alten Zeiten so, auch wenn Leute schwer verletzt wurden, sind die Rennen wieder gestartet worden. Und wenn Sie mir jetzt als Rennfahrer fragen, wenn Sie einen Unfall haben und Sie sind schwer verletzt, würden Sie sich freuen, wenn das Rennen nicht gestartet wird oder würde es Ihnen irgendwelche Freude machen oder irgendwelche besonderen Bedürfnisse haben, das Rennen nicht zu starten, muss ich sagen, nein, ich lebe für den Sport und für mich ist das Rennfahren einfach schön und für mich sind die Rennen schön. Ich habe kein Problem damit, wenn meine Kollegen starten. Ich glaube, das ist ein Teil dieses Sports, wird einfach so gehandhabt. Ob es richtig oder falsch ist, ist dahingestellt. Niki. Ich glaube, dass der Riesenunterschied zu meiner Zeit und zur heutigen ist, dass wir heute diese Unfälle alle miterleben. Das heißt, wir sitzen zu Hause vom Fernseher, unbeteiligt und sterben jetzt mit Roland Ratzenberger oder Senna. Das wird uns 10-mal in Zeitlupe gezeigt. Das heißt, die Zuschauer haben eine ganz andere Beziehung jetzt zu diesem Moment. Wenn Jochen Rindt oder Jim Clark in Monza oder in Hockenheim verunglückt sind, dann ist das mehr oder weniger anonym passiert. Das heißt, der Zuschauer war nicht dabei. Und deswegen wurde auch immer ganz anonym normal reagiert. Das heißt, das Rennen musste wieder gestartet werden, wurde auch wieder gestartet. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung
des Publikums heute ein ganz anderes ist. Das heißt, sie sind voll involviert über die volle Tragweite dieses Unglücks und rechnen auch damit, dass die Verantwortlichen, jetzt in dem Fall die Veranstalter, wie der Gerd gesagt hat, auch dementsprechend reagieren. Und da, glaube ich, macht Ecclestone und Max Mosley einen Fehler, wenn sie das unterschätzen. Das heißt, die Leute sind in Wirklichkeit böse oder verstehen die ganze Formel-1-Welt nicht, wenn man nichts von Pietät, Anstand für diese Umstände entsprechend spüren kann. Weil, wie gesagt, der Zuschauer dabei war, wie es passiert ist. Der Gerd war Gott sei Dank nicht dabei, weil er sein Rennen gefahren ist. Ich war zum Beispiel dabei und Millionen Zuschauer waren dabei, wie der Sender da hinausgeflogen ist. Und ich glaube, dadurch ist die Welt erstaunt, dass jetzt nicht was zurückkommt, weil meiner Meinung nach hätten die Veranstalter das natürlich überreißen müssen, dass es jetzt im modernen Sport durchs Fernsehen, durch so eine Kommunikation geht. Und ich finde es richtig, wenn das Rennen zwar wieder gestartet worden wäre, weil zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht genau, wie es ihm geht, aber wenn man die volle Tragweite dieses Unfalls erkannt hat, dann hätte man ruhig 20 Runden Verschluss mit der roten und schwarzen Fahne das Ganze abbrechen können und eben sagen können, der Grund ist dieser. Dann hätte die Welt das wahrscheinlich besser verstanden. Weil Sie gesagt haben, der Tod wird ins Haus geliefert. Spielt diese, ich sage das jetzt mal in dieser Härte, diese Geilheit nach diesem Tod, nach Blut, nach Unfall, spielt das eine Rolle? Oder wie groß ist die Rolle, die das spielt beim Zuschauer, der mit dabei ist? Schauen Sie, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie viele Leute dorthin gehen, um Sport zu sehen oder Unfälle zu sehen. Man wird natürlich jetzt in Monte Carlo wahrscheinlich ein erhöhtes Zuschauerpotenzial sehen. Das heißt, es werden die jetzt aufmerksam gemacht worden durch dieses fürchterliche Wochenende, werden jetzt zusätzlich kommen. Ich glaube, dass eine Minderheit der Zuschauer deswegen kommt, weil es eben hier zu Unfällen kommen kann. Der kann ja sagen, ich war dabei, wie das passiert ist. Aber ich glaube, dass die Mehrheit immer noch hingeht, um guten Motorsport zu sehen. Nur jetzt im Falle von der jetzigen Situation, glaube ich, wird das Zuschauerinteresse kurz ansteigen, aber dann wird es stagnieren. Weil Senna war wirklich einer der größten Rennfahrer, die wir je gehabt haben. Und wenn der jetzt nicht mehr mitfährt, und ich glaube, dass der die Massen wirklich angezogen hat, dann werden sie nachher schauen, nach Monte Carlo, wenn das alles wieder mehr oder weniger vergessen ist, dass die Leute dann das Interesse verlieren werden. Gerhard. Ich muss Nick recht geben und speziell, ich kann es an diesem Wochenende gut feststellen, diesen Ratzenberger Unfall habe ich selber am Monitor erlebt. Ich bin im Rennauto gesessen, habe für meine zweite Qualifikationsrunde gewartet und habe den Unfall direkt am Monitor vor mir gesehen, habe gesehen, wie der aus dem Auto gekommen worden ist und ich war unfähig zu fahren. Es war absolut, für mich war einfach die Welt zusammengebrochen. Dabei den Senna-Unfall, den habe ich zwar in Natura gesehen, ganz kurz, aber es war bei weitem nicht so schlimm wie den Ratzenberger Unfall, weil man einfach nicht von der Schwere ist mir nicht bewusst gewesen. Und ich glaube einfach, dass der Zuschauer eben zu Hause dieses Ereignis viel, viel besser mitkriegt und viel schwerer mitkriegt und dann natürlich ganz anders beurteilt. Auch wenn Nikolaus jetzt gesagt hat, das ist eine Minderheit, die aus diesen Motiven zuschaut. Denken Sie über das nach, dass Sie hier der Nervenkitzel für ein paar, ich sage jetzt mal, Wahnsinnige sind, die darauf warten, dass etwas passiert? Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viele wollen irgendwas sehen oder dass irgendwas passiert. Eins ist natürlich klar, wenn man darüber nachdenkt und auch ich denke darüber nach oder auch ich habe dort und da schon mal mit damit beschäftigt, dann schaut man, wo stehen die Leute. Und die Leute stehen dort, wo was passiert. An die Stellen, wo kaum die Chance ist, dass was passiert, sind es viel, viel weniger Leute, als wir dort, wo halt einfach die Chance am größten ist. Aber ich glaube, wenn man die Massen sieht, die da kommen und die auch einen super Sport geliefert bekommen, dann muss man schon annehmen, dass der Großteil kommt, um die Technik, die Fahrer und den Sport zu sehen. Niki Lauda, muss oder was muss geändert werden nach Imola? Kann überhaupt etwas geändert werden? Was muss hier neu geschrieben werden in der Formel 1? Also geändert kann sehr viel werden, weil immer wenn Dinge passieren mit einer derartigen Tragweite, muss man voll die Konsequenzen daraus ziehen. Ich glaube, dass man jetzt einmal Folgendes achten muss, dass im Moment der Rennsport von Bernie Ecclestone voll und allein bestimmt wird. Das heißt, er hat die kommerziellen Interessen, genauso wie die Interessen, die Rennen so gut wie möglich durchzuführen. Ich glaube, dass man hier mal sich überlegen muss, ob diese Verbindung langfristig gut ist. Ich glaube, dass die oberste Sportbehörde Max Mosley jetzt hergehen muss und den kommerziellen Teil abkoppeln soll zu dem wirklichen, was die Sicherheit angeht, Lizenzen angeht und so weiter. Solange das so vermischt und eng ineinander geht,
wird es schwierig werden, Dinge umzusetzen. Und ich glaube, das Wichtigste wird jetzt sein, für die Fahrer und auch für die Teams einen Weg zu finden, wo man sagt, das kommerzielle Geschäft, was sehr wichtig ist, weil ohne dem würde das Ganze nicht geben. Und das wurde auch über Jahre lang von Ecclestone sehr gut gemanagt. Muss man jetzt einmal abkoppeln von den Sicherheitsaspekten. Der Gerhard hat ein paar Mal schon darüber geredet, in Australien war man vor ein paar Jahren in Grand Prix, dazu fürchterlich geregelt, dass man wirklich unter logischen Bedingungen gar nicht starten durfte. Das Rennen wurde aber gestartet, weil die kommerziellen Interessen die größeren waren. Und das muss man jetzt, glaube ich, einmal von vornherein versuchen, in den Griff zu bekommen, dass der eine Teil gut gemanagt gehört, aber unabhängig von der Sicherheit und den anderen Dingen ablaufen muss. Und da, glaube ich, sollten die Fahrer ansetzen, zu versuchen, das wieder in die Balance zu bekommen. Werden die Fahrer das tun? Die Fahrer werden das versuchen. Momentan schaut es so aus, als wie wenn irgendwelche Panikaktionen gestartet werden von den Fahrern und von den Sicherheitsexperten. Und ich glaube, die bringen überhaupt nichts, sondern ich glaube, man muss zuerst eine neue Struktur aufbauen oder versuchen, eine neue Struktur aufzubauen und eben diese, wie der Nick gesagt, diese Balance zur kommerziellen Seite zu finden. Das Ganze wird nicht sehr einfach sein, weil ich kann mir vorstellen, dass Ecclestone nicht sehr viel Freude damit haben wird. Und da muss man jetzt wirklich vorsichtig einmal schauen, wo setzt man als erstes die Hebel an und wie kann man zu einer vernünftigen Struktur kommen, um dann nachher mit den Fahrern verschiedene Sicherheitsfragen angehen und versuchen zu verbessern. Aber wir werden sicher jetzt in Monte Carlo ein Meeting haben mit den Fahrern zusammen, aber ich habe das schon 5-6 Mal mitgemacht, schon zur Zeit, gleich nachdem Niki aufgehört hat, mit starken Persönlichkeiten wie Prost, Piquet, Senna, ich. Also wir waren da eine große Gruppe schon von Leuten, die ein bisschen Gewicht gehabt haben bei Ecclestone und bei der Formel 1 Vereinigung. Und wir sind kaum weitergekommen. Also die Fahrer unter ein Dach zu kriegen, ist fast unmöglich. Und jetzt, wenn man schaut, es sind nur mehr junge Fahrer und sehr unerfahrene Fahrer mit sehr wenigen Grand Prix. Darum glaube ich, dass es irrsinnig schwierig sein wird, dort wirklich was zu erreichen. Kann hier, wenn es diese Solidarität oder diese Loyalität unter den Fahrern nicht gibt, aus welchen Gründen immer, kann hier von außen etwas geschehen? Könnten etwa Leute wie Niki Lauda, wie Alain Prost, der übrigens vor 3 Tagen in Sao Paulo gesagt hat, er wird nie mehr in ein Formel 1 Auto einsteigen, könnten solche Leute etwas bewegen? Oder muss das von innen kommen? Na, grundsätzlich muss man sagen, dass die Fahrer, die jetzt am Werk sein müssen, müssen was machen. Es nützt nichts, wenn jetzt ehemalige Rennfahrer und was weiß ich, wer auch immer interessiert ist noch am Rennsport, dort ganz groß versuchen, Sachen zu ändern. Ich glaube, grundsätzlich müssen sich die Fahrer, die jetzt in dieser Situation sein oder in der Gefahr sein, in der Lage sein, eine Gruppe zu bilden und sagen, wo eben Hebel angesetzt werden müssen. Nur natürlich sollte man auf Erfahrungen wie Niki, Prost zurückgreifen, weil die nicht nur in Frage Sicherheit, sondern sehr viel Erfahrung haben wir im Umgang mit Ecclestone, im Umgang mit der Formel 1, wie man wirklich dieses Gleichgewicht, diese Balance finden kann. Weil wenn ich mich zurückerinnere, wenn man die ganzen Jahre hernimmt, ist ja glaube ich nur ein oder zweimal wirklich was geschehen, wo man sagen kann, da haben die Fahrer gewonnen. Und das war einmal in Südafrika, glaube ich, wo ihr hier alle in einen Raum eingespart habt. Und dann eigentlich nie mehr wieder. Und das zweite Mal in Spa vor einigen Jahren, aber dann nie mehr wieder. Und ich kann mich erinnern, in Australien, das war mein schlimmster Grand Prix bis heute. Da hat es geregnet im Warm-up, dass du deinen Frontflügel nicht gesehen hast. Es war unfahrbar. Und ich selbst, Prost, Piquet, wir sind zu Ecclestone gegangen und haben gesagt, den Grand Prix können wir nicht fahren. Das ist unmöglich, diesen Grand Prix fahren. Und Ecclestone hat gesagt, ja, den kann man wirklich nicht fahren. Ist hinten aufgegangen und hat gesagt, schütze die Ampel auf grün. Und schlussendlich ist dann irgendwann jeder gefahren. Und solche Situationen müsste man in den Griff haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da dran arbeitet, ohne dass man die kommerzielle Seite unberücksichtigt lässt. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für den Sport. Ja, aber heißt das nicht eigentlich, Herr Berger, dass Sie willenlose Marionetten sind? Das ist vielleicht überspitzt jetzt formuliert, aber in den Händen dieses Herrn Ecclestone. Nein, ist man nicht, weil schlussendlich kann man selbst sagen, was man will. Und schlussendlich kann ich aussteigen und sagen, Burschen, ich mache da nicht mit oder mich interessiert das nicht oder sag's mir, wenn man so macht, dass eben nur das wirklich das geringe Restrisiko vorhanden ist. Also ich glaube, schlussendlich entscheidet man selbst.
Für einen jungen Fahrer, wie ich schon vorher erwähnt, sind diese Entscheidungen viel, viel schwieriger, weil er sich das Risiko nicht so bewusst ist. Aber ich glaube, dass man schon sagen kann, da und dort, dass man selbst entscheidet, was man macht. Niki, keine Solidarität unter den Fahrern, viel junge, unerfahrene. Der Wunsch, Niki Lauda, alle Prost, sollten Sie einmischen. Ist das alles ein gangbarer Weg oder sehen Sie einen anderen? Nein, ich habe den Gerd schon gesagt, es ist kein gangbarer Weg, weil nur die Fahrer selber können sich organisieren und das tun, weil ich muss selber, wenn ich jetzt fahren würde, dem Gerd sagen, du hast die Leute schon dort gesehen, das heißt, ich muss mit im Boot sitzen. Da habe ich eine ganz andere Stimme, wie wenn ich jetzt von außen, von der Box, da hier irgendwelche großen Sprüche klopfen will. Aber das Problem wird sein, das hat der Gerd richtig erkannt, die Fahrer muss man versuchen, unter den Hut zu bringen. Es ist sicher sehr schwer, weil die Interessen ganz verschieden sind. Aber eins muss den Fahrern allen klar werden, und das, glaube ich, ist ihnen immer klar geworden. Wenn sie nichts tun oder sich nicht koordinieren lassen vor der eigenen Dummheit heraus, oder weil sie jung oder alt oder was auch immer sind, dann sind sie voll und ganz ausgeliefert. Und ich glaube, das muss jeden einleuchten, auch wenn er jung ist. Das heißt, ich habe dem Gerd geraten, er soll mal versuchen, 2-3 Gespräche zu führen mit der ganzen Truppe, um die einmal am richtigen Pfad zu bringen. Weil natürlich jeder andere Interessen hat. Wenn Sie heute einen Schumacher fragen, der wird nicht einmal darüber nachdenken, weil der hat jetzt die ersten 3 Grand Prix gewonnen, wenn das so weitergeht, wird er halt Weltmeister. Der ist ganz anders motiviert. Der will ja eigentlich gar nichts wissen von diesen Gefahren, weil der will Weltmeister werden. Und diese unterschiedlichen Interessen muss man koordinieren. Und ich glaube, das geht nur, wenn sich eine Fahrerpersönlichkeit hier herauskristallisiert. Ich glaube, dass der Gerd dafür der Richtige wäre, weil er lang genug drin ist und sich auskennt. Das Problem ist, wenn Sie halt den Schumacher nehmen, der ist 30 Grand Prix gefahren, der fährt zwar sehr schnell Auto, kennt sich aus, aber wie gesagt, da geht es um wesentlich mehr. Da geht es um Politik, da geht es um die richtige Sprache zu finden, damit auch Dinge umgesetzt werden können. Und Vorbildfunktion für alle anderen Fahrer. Und die Schwierigkeit wird eben sein, diese ganzen 26 Mann eben vor einen Kahn zu spannen, die dann einen Sprecher brauchen, der mit sehr viel Geschick und List und Tücke dann gegen die restliche Politik, die groß genug ist, angehen muss. Werden Sie das tun? Wissen Sie, ich bin ja noch nicht einmal so klar, ob es überhaupt richtig ist für mich, wieder ins Rennen zu steigen und wieder so schnell wie möglich zu fahren. Darum glaube ich, ist das eine Entscheidung oder ist das ein Gedanke, der ist sekundär krimpt. Und ich werde mich sicher in den nächsten Wochen damit beschäftigen und werde sicher darüber nachdenken, wie man am besten helfen kann. Und sollte ja in meinem Interesse sein, aber kann einer da momentan nicht sagen, ob das wirklich das ist, was ich in die Hände nehmen soll. Niki, vielleicht noch eine Frage zur Technik. Muss nicht hier auch etwas passieren? Sind die Autos nicht zu schnell und wie man sieht, zu schnell nicht mehr zu handeln? Ich glaube schon, dass die Formel 1 jetzt schnell geworden ist. Und das Fürchterliche war ja, wie der Gerd schon gesagt hat, dass eben das langsamste und schlechteste Auto gleichzeitig mit dem besten Fahrer und mit dem beste Auto gleichzeitig zu Sturz gekommen sind. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass in Imola, das trifft sicher nicht auf jeden Kurs zu, aber in Imola die Autos schon so belastet wurden, dass sie einfach auseinanderbrechen. Und wenn das der Fall eingetreten ist, dann muss man natürlich so schnell wie möglich die Bremse ziehen. Nur, man kann jetzt nicht hergehen und sagen, die Motoren müssen jetzt 200 PS weniger haben und da wird man irgendeine Lösung dafür finden, weil dann ist wieder der 8-Zylinder oder 12-Zylinder oder 10-Zylinder Bevor- oder Nachteil. Das heißt, diese Entscheidungen sind sicher langwierig, da muss man wirklich gescheit drüber nachdenken, damit man auch den sportlichen Sinn weitertreibt und nicht jetzt hier schnell eine Ruckaktion macht, die dann in Wirklichkeit nichts bringt. Das heißt, zuerst klar analysieren und dann entscheiden. Aber langfristig kann es wirklich sein, dass die Autos wieder zu schnell geworden sind. Ich möchte den Kreis schließen. Könnte Imola das Ende der Formel 1 gewesen sein oder könnte es ein neuer Anfang gewesen sein oder wird es so weitergewurschtelt wie bisher? Nein, ich glaube nicht, dass das Ende ist, weil das Imola wird bestimmt durch die Fahrer, die sich dort betätigen wollen, durch den Gerd, der Fahrt und die anderen Fahrer und gleichzeitig durch das Zuschauerinteresse. Und solange sich dieser Kreis schließt, wird es die Formel 1 immer geben. Das heißt aber nicht, dass man nichts nicht machen soll. Das heißt, man muss das Restrisiko, wie der Gerd gesagt hat, versuchen, so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen, damit man diese Ausreißer, die wir jetzt leider fürchterlich in Imola erlebt haben, so schnell wie möglich wieder reduzieren kann. Imola Ende oder Neuanfang? Nein, ich glaube, dass der Formel 1 Sport oder der Motorsport schon des Öfteren solche Wochenende erlebt hat und ist noch nie ein Ende eingetreten. Aber ich glaube sicherlich, dass Imola ausschlaggebend war, um wieder neue oder Reaktionen zu zeigen und einfach versuchen muss, wieder verschiedene Sachen zu verbessern. Aber ich muss dazu sagen, ich habe gerade zuerst das Wort Wursteln gehört.
bin nicht der Meinung, dass die Formel 1 in den letzten Jahren gewurschtelt hat und auch nicht in Sicherheit. In Sachen Sicherheit hat die Formel 1 in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Das geht an von verschiedenen Tests, wo Monocoques oder wo Autos, die neu gebaut worden sind, zuerst bei Crashtests durchkommen haben müssen. Und die Tests sind sehr, sehr schwierig. Es sind Strecken sehr, sehr viel verbessert worden. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Strecken, wo man Kurven hat, die eben bei gewissen Situationen zu gefährlich ist. Und ich glaube, das sollte man jetzt angehen und versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Ich bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind. Ich wünsche Ihnen und hoffe, dass Sie die richtige Entscheidung treffen werden bei der Entscheidung, die bevorsteht und die ja nicht leicht ist. Und ich hoffe vor allem, und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie gesund bleiben, auch wenn Sie wieder einsteigen sollten. Okay. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie hier waren. Und noch ein Hinweis für die Zuschauer zu Hause. Dieser runde Tisch wird morgen ab 9.50 Uhr in ORF 2 wiederholt. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und gebe zurück an Ernst Gedex. Danke, Helmer Oberhauser. Ich bin Ihnen jetzt noch den Wetterbericht schuldig. Zuvor darf ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen. Mit Regenschauern und Gewittern hat sich feuchtkühle Luft im Westen Österreichs bemerkbar gemacht. Das übrige Land bleibt davon unberührt. Das zeigen auch die Satellitenbilder. Ein breites Wolkenband liegt über Westeuropa. Seine Ausläufer haben Vorarlberg und Tirol erfasst. Bis zum Montag ändert sich an dieser Konstellation kaum etwas. Im Großteil Österreichs wird es wieder sonnig mit Quellbewölkung am Nachmittag. Nur im Westen bis etwa Salzburg halten sich dichtere Wolken mit zeitweiligen Regenschauern und einzelnen Gewittern. Die Frühtemperaturen? In den Tälern um 4, sonst meist 8 bis 10 Grad. Tageshöchstwerte? Meist um 20 Grad. Im bewölkten Westen bleibt es kühler, nur 16 Grad. Jetzt noch einmal guten Abend beim späten Sport. Bevor wir zum Eishockey-WM-Finale nach Mailand schalten, noch einmal in Kürze alles, was heute im österreichischen und im internationalen Sport passiert ist. Im Spiel zwischen Sturm Graz und Vorwärts Steyr gehen die Oberösterreicher mit ihrer zweiten Tormöglichkeit in Führung. Kotschian erzielt in der 29. Minute das Schmutz, den ganzen, das ganze...